Ja, hallo, hier ist Schwarzwald TV, der regionale Infokanal auf YouTube, auf Entdeckungstour Schloss Glücksburg. Mich gibt es übrigens nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung, wie auch ein kleiner erster Text. Es gibt noch ein weiteres schönes Video dann in nächster Zeit mit den schönen Enten, die da schwimmen. Ja, das Schloss Glücksburg ist eines der renommiertesten Renaissance-Schlössern Nordeuropas und es diente als Stammsitz sozusagen von Glücksburg und es war auch zeitweilig der dänischen Königsfamilie auch als Residenz zugeordnet. Traumhaft schön hier, heiß. Ich hatte schon immer mal vorgehabt, hierher zu fahren. Die letzten Jahre, 8, 9 Jahre. Aber es ist halt immer ein bisschen weg von der Autobahn. Ich habe heute einige von der Community schon gehört und auch bereits schon gesehen. Viele Grüße von dieser Stelle aus an der Marco nach Flensburg, gerade um die Ecke, haben wir uns an der Tankstelle getroffen. Und mal gucken, wen wir als nächstes da überraschen. Ich war für euch auf Reportagendreh im Snowdome. Mega cool. Eine Indoor-Skihalle. Und ja, nebendran war da noch, das soll die europagrößte Eisenbahn, also Modellbahnausstellung werden. Die geht nur ca. 15 Monate, bis sie fertig ist. Sind immer am Bau, immer am Verändern. Vor 2 Wochen war schon das Fernsehen vor Ort, hat man mir gesagt. Und was noch dazu zu sagen ist, die hat erst am 1. Juli aufgemacht. Und ich habe für euch sagenhafte Aufnahmen, also für alle Modellbahn-Fans. Es wird ein kleiner Ausschnitt in diesem Video geben von dem Snowdome und dann gibt es aber ein separates Video über diese Modellbahnausstellung. Ungefähr über die Hälfte von der Anlage bin ich überall drüber. Ist eine riesige Fläche. Ist die höchste Eisenbahnlandschaft. Ja, viele Grüße hier von dem schönen Wasserschloss Glücksburg. Liken heißt bei mir immer danke fürs Video, danke für den Livestream, danke für die Berichterstattung. Für alle, die sonst hier noch auf YouTube sind und nicht auf meine anderen Kanäle. Ja, bei mir gibt es ja immer noch Nachrichten aus der Region, aus dem Schwarzwald. Und zwar gestern Nachmittag hatte ich es in der WhatsApp-Gruppe schon verläuten lassen. Da hat man mir einen Videoclip zugeschickt von der anrückenden Polizei in Zell-Atzebach. 16.30 Uhr rum dürfte es gewesen sein, am gestrigen 15. August. Und da gab es zwischen Wiedener Eck und Eidern einen sehr schweren Motorradunfall. Da ist ein junger Mann ums Leben gekommen, der ist in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und in einen Bus kollidiert. Die über 20 Businsassen sind unverletzt geblieben, aber er hat diesen Sturz leider nicht überstanden und hat mit seinem Leben dafür bezahlen müssen. Ja, passieren sehr viele schlimme Sachen in letzter Zeit. Und ja, kurze Meldung einfach heute hier vom Schloss Glücksburg. Und ja, ich melde mich dann mal wieder zu einer anderen Zeit, an einer anderen Stelle. Übrigens top aktuell. Hier ist ja unweit weg die dänische Grenze und die dänische Grenze, so hat es geheißen, seit Freitagabend muss man nicht mehr mindestens 6 Übernachtungen gebucht haben in einem Campingplatz oder ja, in einem Ferienhaus oder wo, sondern man kann theoretisch auch einfach so für eine Nacht rüberfahren. Aktuell maskenfreie Zone in Dänemark. Aber auch das soll sich ändern. Zum 22. September
Nein, Korrektur. Zum 22. August, also jetzt die Tage, soll die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt werden. Und wie es in die Einkaufsgeschäfte, in die Läden zugeht, das ist noch nicht klar, noch nicht bekannt. Genau. Ja, die Temperatur hier oben sehr heiß. Sehr heiß, gute 33 Grad. Die Benzinpreise, Dieselpreise sehr niedrig. 1 Euro und knapp drunter, ganz verschieden. Genau. Der Verkehr hier hoch war recht ruhig. Ja, sind doch hier hoch weit über, ja, gute 900 Kilometer. Und ich wünsche jetzt mal alle noch einen schönen Tag. Gucke da mal die älteren Videos an. Es hat, ach, wenn ich hier schon bei Dänemark bin, wenn ihr in die Playlist geht, Dänemark, da hat es ganz viele Videos noch von 2018. Unter anderem ein Top-Klassiker über Steinpilze für alle Pilzfans. Genau, schreibt mal einen Kommentar in die Videos, dann weiß ich, welches ihr gesehen habt. Vor allem, wenn es so älteres ist, schreibt vielleicht den Titel rein, weil wenn ich das Kommentar sehe, sehe ich nicht, welches Video das war. Da hat YouTube noch ein bisschen was zu arbeiten. Gut, von dieser Stelle aus sage ich euch allen dann schon mal noch einen schönen Abend. Nicole, der Dominik ist da, Klaus, Schweizer, viele Grüße nach Rheinfelden, Janet Pfister, Angelika, Gelis Welt, Walter S., Marco Lauer, genau, wir haben uns vorhin gesehen. Genau, wir haben uns vorhin gesehen. Ich habe dich schon gegrüßt. Also, ich sage euch dann alles Gute. Ich mache hier nur einen Rundumschwenk und wie gesagt, es gibt natürlich hiervon noch ein schönes Video. Ja, besprochen mit Infos, Geschichtlichem. Bei mir lernt man ja immer irgendetwas. Und hier im Livestream gab es jetzt auch viele Infos und sonstige kulturelle Sachen. Ein bisschen was zum Nachlesen habe ich als Quelle Wikipedia genommen. Steht unten in der Videobeschreibung drin. Und die Enten, die haben sich hier weggeschlichen. Die seht ihr dann im Videobeitrag. Also ich habe heute praktisch drei Videobeiträge abgedreht. Wahnsinn. Ja, mal was anderes. Genau. Oh, da kommt eine. Hier habe ich noch eine für euch. Chris MK3ler. Oh, da kommt eine angeflogen. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.